Das Gesicht des Hauses ist immer schwierig zu erkennen. Also hier sieht man ja, dass die Eingangstür nicht in der Front oder nicht an der Straßenseite ist. Nicht ganz einfach zu bewerten. Wo ist jetzt die jüngste Seite? Also hier könnte natürlich auch das Gesicht des Hauses direkt auf der Gartenseite sein. Dieses Haus zeigt eigentlich das Gesicht weg von der Straßenseite. Besser ist es natürlich, wenn man direkt das Haus hat und von der Front vorne die Eingangstür hat. Also das Gesicht des Hauses ist nicht immer gleichzeitig die Eingangstür. Das ist immer die Frage, gerade im Feng Shui, brauchen wir das Gesicht des Hauses? Denn wenn wir das Gesicht des Hauses nicht erkennen können, können wir natürlich auch keine Messungen machen. Und natürlich die Messungen, die brauchen wir auch. Denn ohne Richtungsenergie können wir auch keine Messungen mit dem Kompass machen. Also immer alles begutachten, das ganze Haus von vorne, genauso wie von der Rückseite. Denn manchmal ist das Gesicht des Hauses die hintere Seite, die Gartenseite, die Terrassenseite. Dort, wo viel, viel mehr Bewegung ist, wie zum Beispiel auf einer kleinen befahrenen Straßenseite. Naja, viel Spaß beim Messen und beim Schauen, wo das Facing ist.